Nottwil in der Schweiz war der Austragungsort des ersten europäischen IPC Leichtathletik Grand Prix der Saison 2014. Rund 600 Teilnehmer aus 40 Ländern nahmen am Wettkampf teil. Es ist einer der wichtigsten Vorläufe für die EM in Swansea im August. Im Paralytikstadion herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Jung und alt hatten sichtlich Spaß an den Wettläufen. Fernab jeglicher Wettkampfdramatik gab es auch noch Zeit für ein Spaßduell zwischen dem Schweizer Rollstuhl-Basketballteam und einer Zuschauerauswahl. Abseits des Courts sprachen wir mit einigen Teilnehmern über deren Leben als Athleten und Ziele in der Zukunft. Ich hoffe, ich kann meine Weltrekordzeit noch verbessern. Aktuell liegt diese bei 30,63. Aber ich denke, ich kann es noch besser machen, vielleicht um die 30,5. Das ist mein Traum und mein Ziel. Finnlands Tahti war beileibe nicht der einzige Athlet, der Verbesserungen anstrebt. Die Belgierin Marieke Verfort, der man eigentlich nach einem Unfall im vergangenen Jahr jegliche Chancen auf weitere Rennen genommen hatte, lieferte ein starkes Comeback ab in der Damenklasse über 800 Meter. Die Ärzte sagten mir, ich würde nie wieder an die Spitze kommen. Doch sie kannten Willemien nicht. Das ist mein Spitzname. Ich kämpfe mich immer zurück. Also habe ich mein Krankenzimmer in einen Fitnessraum umgebaut. Das hier ist mein erstes Rennen in der Schweiz. Heute habe ich die 800 Meter absolviert und gleich den Europarekord gebrochen. Das ist einfach verrückt. Jetzt will ich am liebsten meinen Arzt anrufen und ihm zeigen, hey, ich bin wieder an der Spitze. Eine Athletin ist beileibe kein Neuling auf dem Siegerpodest, Manuela Schaar. Die Schweizerin sorgte vor dem Heimpublikum für beste Stimmung, nachdem sie ein starkes Rennen ablieferte und den Sieg über 1500 Meter feierte. Doch die Marathon-Weltmeisterin von 2013 gab zu, dass es ihr auf fremdem Geläuf weitaus schwerer fällt. Wenn ich im Ausland am Rennen fahren bin, ich glaube, am meisten vermisse ich einfach das Essen, das gute Essen, das Essen, das man könnte. Dass man einfach die Familie nicht wieder hat und sich Eine Athletin, die das Gefühl eines Sieges auf heimischem Boden bestens kennt, ist die Britin Hannah Cockcroft. Die 21-Jährige, die bei den Paralympics 2012 in London zweimal Gold holte, glänzte mit gleich zwei Weltrekorden an zwei Tagen, mit Siegen über 800 und 100 Metern. Jetzt will sie ihre Form beibehalten. Meine Motivation ist, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse. Jeder erwartet von mir, dass ich gewinne. Seit London sind keine neuen Gegnerinnen hinzugekommen. Ich trainiere doppelt so hart wie die anderen. Wieso sollten sie mich also schlagen? Ich werde sie nicht gewinnen lassen. Mit Melissa Nichols schafft eine zweite Britin den Sprung aufs Treppchen. Sie gab zu, dass ihre gute Beziehung zu Cockcroft sehr hilfreich ist. Auf der Strecke sind wir natürlich Rivalinnen, auf der Startlinie aber geht es um dein eigenes Rennen. Trotzdem freuen wir uns füreinander, es ist schön, diese Unterstützung zu haben. Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte sich auch der Brite David Wire, zusammen mit seinem Dauerrivalen Marcel Hug. Wire, der Hug bei den Wettkämpfen in London mit 4 Goldmedaillen in den Schatten stellte, erklärte, warum er sich zuletzt eine Auszeit gönnte. Ich hatte 7 Jahre mit viel Druck. Ich gewinne dies nicht, ich gewinne das nicht. Es war ziemlich hart, trotz allem fokussiert zu bleiben. Ich habe mir selbst am meisten Sorgen gemacht, mehr als jeder andere. Ich wollte diese Last einfach von mir haben, das ist mir gelungen. Ich brauchte diese Pause einfach. Doch das Wochenende in Nottwil gehörte trotz allem Hug. Der als Schweizer Silberrakete bekannte Hug hat in etlichen Sommerspielen sowie zahlreichen Paralympics und Weltmeisterschaften etliche Medaillen gesammelt. Er verlebte einen denkwürdigen Auftritt, schlug seinen britischen Rivalen über 800, 1500 und 10.000 Meter. Es ist immer speziell mit David Weir zu fahren, Rennen zu fahren. Wir pushen uns immer ans Limit, immer besser zu werden und es macht Spaß, gegen ihn zu fahren. Etliche Heimsiege also in Nottwil. Die Saison steuert jetzt langsam aber sicher in Richtung Europameisterschaft nach Wales.